So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Crash Team Racing. Oh mein Gott, ich war gerade ein bisschen erstaunt von meiner eigenen Stimme, die gerade nicht da war. Jo, das letzte Mal haben wir Enoxid das erste Mal besiegt, ja, und zwar ganz easy, war ja total einfach. Und, jo, jetzt gilt es noch, die letzten paar Erledigungen zu tun, bevor wir dann Enoxid das zweite Mal besiegen. Tatsächlich, würde ich mal behaupten, wir sind gerade mal erst mit der Hälfte durch von allem. Übrigens auch ganz cool, hier in, dem Raum sind alle Cortexe, also hier die Team Cortex-Leute zu sehen. Da ist Entropy, da ist Engine, da ist Cortex, da ist Tiny und da ist Dingodil. Ganz lustig, ne? So, und bevor ich weitermache, möchte ich erstmal ein paar Sachen erklären. Also, ich habe jetzt doch nochmal beschlossen, es ein wenig anders zu machen. Ich werde doch den schweren Cup-Versuch in diesem Let's Play machen. Aus dem einfachen Grund, naja, der Grund dafür, den erkläre ich gleich, das wäre jetzt wieder ein bisschen aus dem Kontext gerissen gerade. Das heißt, also man kann ja fangen wir an, ne? Es gibt ja noch die Cups hier, ne? Diese fünf Edelsteine, die man da unten sieht, da. Und die muss man dann einmal im Story-Modus machen und ich muss halt jeden Cup dreimal abschließen, aus dem Hauptmenü aus. Am Hauptmenü kann man eben auch diese Cups anwählen. Muss quasi dreimal jeden Cup meistern, auf leicht, mittel und schwer. Dann bekomme ich nämlich noch Bonus-Arenen, also ich kriege quasi noch zusätzliche Battle-Arenen freigeschaltet, die ich dann im Battle-Modus spielen kann. Die werde ich euch dann auch ganz am Ende des Let's Plays zeigen. Und ich habe doch mich dazu entschieden, den schweren Modus jetzt Dings zu zeigen. Ich habe übrigens auch schon angefangen. Ich habe jetzt schon jeden Cup auf leicht abgeschlossen. Das war auch alles First Try. Ich glaube, ich habe auch wirklich jedes einzelne Rennen als erster beendet. Also bisher war es echt easy. Und schauen wir mal. Ich habe auch schon gemerkt, also Polar, ne? Ohne Scheiß, Polar spielt sich richtig geil. Dazu fällt mir noch was ein. Ich habe nochmal nachgeschaut, es ist leider doch so. Pentapinguin ist in der europäischen Version leider super schnell und super geil. Hier in der amerikanischen Version ist er ein Standardcharakter. Also er spielt sich so wie die leichten Charaktere, also wie Coco oder Engine. Das heißt, relativ geile Lenkung, okay Beschleunigung, dafür eine relativ geringe Höchstgeschwindigkeit. Ja, ich glaube, so rum war das, ne? Und, ja, ich habe jetzt ganz einfach deswegen, werde ich den schweren Versuch im Let's Play zeigen. Zum einen, damit es halt ein bisschen spannend wird, damit ich auch nochmal den, damit es auch nochmal ein bisschen spannend wird am Ende und das Spiel ein bisschen schwerer wird. Und, ich werde dann auch tatsächlich nur die geglückten Versuche reinschneiden. Das heißt, angenommen, ich werde meinen schweren Cup verkacken, kann ja passieren, dann würde ich den gar nicht erst zeigen, sondern würde den rausschneiden und dann erst den geglückten Versuch reinschneiden. Ich mache das aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die Cups erst als allerletztes machen werde, bevor ich Enoxid das zweite Mal besiege. Weil ich ja ein bisschen Abwechslung haben werde. Also wir werden jetzt erstmal, nachdem wir Enoxid das erste Mal besiegt haben, werde ich jetzt erstmal in dieser Zitadellenstadt hier erstmal den Standardkram erlegen. Das heißt, erstmal wieder die CTR-Dinger sammeln, die Arena machen und dann die Relikte sammeln. Dann geht es auch schon in die Bonus-Dings, in den Bonus-Abschnitt, wo ist er? Da, den Gemstone Valley, wo es noch zwei zusätzliche Strecken gibt. Dort werde ich dann erstmal die beiden Relikte sammeln und dann werde ich diese fünf Cups da unten machen. Und jetzt muss ich auch nochmal eine kleine Sache sagen. Wie gesagt, ne, im Hauptmenü aus, da gibt es aber nur vier Cups. Es gibt nur vier Cups, die man bewältigen muss. Interessanterweise fehlt von diesen vier Cups, das sind halt die vier Strecken der Welten und so, ne, so ein bisschen durcheinander gewürfelt und so. Also die vier Strecken der vier Welten. 16 Strecken. Interessanterweise ist die Oxidstation raus. Die kann man in diesen Cups vom Hauptmenü aus nicht fahren. Stattdessen ist dort die Schleuder, die Drift Arena, also dieses Slide Kolosseum hier, wie hieß es nochmal auf Deutsch? Oh, ich weiß es nicht mehr. Drift Arena oder so, keine Ahnung. Ja, stattdessen war diese drin. Das heißt, ich kenne diese Strecke schon. Im Endeffekt habe ich ja ein Let's Play gesehen, von daher ist es jetzt auch nichts Besonderes. Aber diese Strecke kenne ich schon. Genau, und jetzt frage ich mich ja, ne? Da unten gibt es ja fünf Edelsteine. Das heißt, hier im Abenteuermodus wird es fünf Cups geben. Und da frage ich mich, wie funktioniert das genau? Ich weiß es gar nicht. Also insgesamt gibt es ja nur 18 Strecken. Das heißt, 16 Strecken auf vier Cups verteilt. Und die letzten beiden Strecken, diese Bonusstrecken, ist das dann quasi der letzte Cup? Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass entweder diese beiden Bonusstrecken hier gar nicht mit drin sind oder dass die irgendwo mit untergewürfelt sind und dass der letzte Cup dann nur die Bossstrecken sind. Das heißt, da, wo wir quasi die Bosse besiegt haben immer. Und zwar aus dem einen Grund, denn ich weiß noch, in einem dieser Cups tritt man nicht gegen die standardgegnerischen sieben Fahrzeuge an, sondern gegen die vier Endbosse nochmal. Also nicht, dass sie, also als normale Fahrer, nicht, dass sie ständig Items ballern können, sondern dass halt quasi alle vier Bosse als gegnerische Fahrzeuge da sind. Sollte also nicht schwerer sein als normale Gegner. Jo, das wollte ich sagen. Zusätzlich habe ich auch rausgefunden, es gibt noch einen Charakter freizuschalten, nämlich
Wie gesagt, es sind ja 5 Cups und man kriegt für jeden der Cups einen Charakter freigeschaltet. Zum einen die 4 Bosse und zum anderen bekommen wir noch einen Charakter frei, nämlich Fake Crash. Ja, den gibt es hier doch. Ich war mir ja nicht ganz sicher. Den Fake Crash, den gab es ja auch in Nitro-Card, den können wir nämlich hier auch noch freischalten. Ganz lustig. Yo, wie gesagt, mein Plan ist es jetzt, wie gesagt, dann diese Cups zu machen. Dann werde ich ins Menü gehen, werde die Enoxid-Zeiten machen. Das heißt erstmal in einem Part alle Freischaltungen machen. Dann die Entropy-Zeiten schlagen. Es gibt ja auch noch Enoxid-Zeiten, genau wie die Velo-Zeiten bei Crash Card. Die sind aber absolut unmenschlich und deswegen werde ich die gar nicht erst versuchen. Und das bringt auch nichts. Und dann werde ich ganz kurz nochmal den schwierigen Cup aus dem Hauptmenü ausmachen. Dann wird Enoxid das zweite Mal besiegt und dann ist das Let's Play vorbei. Genau, so fangen wir jetzt endlich mal nach 5 Minuten an. Ich wollte einfach mal ein paar Sachen klären. Und noch eine Sache. Jetzt habe ich vergessen. Achso, übrigens, wir sind extrem schnell hier bei dem Spiel tatsächlich. Ich habe mal mit Nitro Card verglichen. Da habe ich gerade mal in, ich glaube, Folge 19 den Typi, den... Ich habe den Namen vergessen. Den... Oh, Velo, genau. Da habe ich den das erste Mal besiegt, in Folge 19. Hier habe ich in der letzten Folge, also in Folge 12, Enoxid schon das erste Mal besiegt. Also... Rein zeittechnisch hier bin ich schneller dran, weshalb ich auch glaube, dass das Projekt gar nicht mal so viel länger gehen wird als Crash Nitro Card, wenn es schon sogar noch kürzer ist. Was mich wundert, weil hier gibt es ja mehr Strecken. Hier sind ja 4 Strecken pro Welt. Total merkwürdig. Also die Strecken sind wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Und vor allen Dingen ist das Spiel ja auch schneller, ne? Von daher, auch die Ladezeiten sind halt viel weniger. Das ganze Spiel ist auch so, neben der wirklichen Kartgeschwindigkeit auch so viel ein bisschen flotter. Aber dass ich dadurch so viele Parts mache, das hätte ich halt echt nicht erwartet. Also ich weiß nicht so genau, was da los ist, warum ich so schnell bin, aber ist ja nicht schlimm. Alter, das war ein bisschen... Das war krass. Eine ganz komische Seite geslidet gerade. Ja, da war das T, ich hab's gesehen. Da war das R. Ja, das hätte ich gesehen, ich glaube schon. Scheiße, die Wand an. Okay, komm, ich starte lieber gleich nochmal neu, weil... Alles doof. Bam, 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 bam. Ich will jetzt nur Musik klicken. Ja, genau, und wenn ich halt diese normalen Versuche der Cups im Display machen müsste, dann müsste ich ja quasi zwischen dem letzten Enoxid besiegen und, ja, zwischen diesen Cup, zwischen den normalen Cups und dem Enoxid besiegen, müsste ich ja dann quasi nochmal die schweren Cups machen, offscreen. Und weil das halt wahrscheinlich bei den schweren Cups auch vielleicht ein bisschen länger dauern wird und weil ich da auch nicht so viel Zeit habe und die Cups ja auch ein bisschen Zeit dauern und ich auch nicht immer Bock habe zu spielen, mache ich lieber auf dem Wege. Das ist, glaube ich, cool. Dann kann ich mich jetzt nämlich auch dann nachher oder so vielleicht nochmal den... Um die... normalen Cups kümmern. Dann passt das alles. Ach du Scheiße, wie soll ich das Ding da kriegen? Diese... Oh, Alter! Das ist ganz schön assi. Ja, ich merke schon so, hier der Cortex war schon ein bisschen eine falsche Wahl. Weil ich habe halt echt gemerkt, so ich habe halt auch verschiedene Charaktere gespielt und gerade interessanterweise Dingo Deal habe ich gefahren und der ging auch echt gut, aber Polar, ne, der hat sich so geil gespielt. Ohne Scheiße, ich konnte die ganze Zeit driften, ich habe irgendwie jede Abkürzung gekriegt. War total geil. Also weiß ich, über wen ich dann zur Not nehmen werde bei Enoxid-Zeiten und so eine Geschichten. Sag mal Enoxid, ne? Entropy. Entropy ist cool. Jetzt war der chillige Bösewicht. Das mag ich. Oh Gott, ey. Okay, wie kriege ich jetzt diese scheiß Buchstaben hier, Mann? Das ist voll krass. Ich kann die Abkürzung hier nehmen. Aber nee, da kommen wir ja gar nicht in diesen Low-Gravity-Bereich. Habt ihr gesehen? Bin aber nur gesprungen. Ja! Yeah. Oh. Oh, Alter, dieser letzte Buchstabe da, ne? Holy. Weiß so ganz, was ich davon halten soll. Ich habe gar nicht so einen krassen Vorsprung. Wundert mich. Wundert mich, oh. Ich bin doch voll der gute Fahrer. Okay, jetzt in der letzten Runde diesen Buchstaben zu bekommen, ne? Das wird hart. Der verfickte Buchstabe da. Eine ganz blöde Position, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ja.
durchgefallen. Wow. Ja. Aber es ist irgendwie ist es ja auf der einen Seite echt cool, dass man hier in dem Spiel so viel machen kann. Also irgendwie so viele verschiedene Aufgaben gibt und so viel sammeln kann, das finde ich ja ganz schick. Aber es ist halt schon sehr repetitiv, ne? Oh mein Gott, ich habe Glück gehabt. Das Spiel ist schon ein bisschen repetitiv, weil man die ganzen Strecken halt wirklich doppelt und dreifach sieht, ne? Vor allem hier in Crash Team Racing noch krasser als in Nitro Kart. Zumindest wenn ich alles zeigen will. Naja. Ich muss auch gucken, wie ich das mit den Arenen mache, weil ich will die euch ja auch zeigen. Das Problem ist nur, ich habe ja keinen zweiten Spieler. Man muss halt einen zweiten Spieler anschließen. Das heißt, ich muss beim Emulator irgendwie gucken, dass ich einen zweiten Spieler registriere. Achso, übrigens auch eine Sache. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber man kann hier wohl auch bei dem Emulator voll... Aber ja, man kann wohl auch bei dem Emulator diesen Enoxid-Glitch, nicht Glitch, sondern Hack benutzen, dass man quasi Enoxid fahren kann. Das ist ein Cheat, wenn man da halt, man kann, jedes Spiel, jeder Raum hat ja so ein kleines eigenes Cheat. Wie nennt man das denn? Cheat-Abteilung. Man kann halt die Cheat-Codes aktivieren, das sind halt für die Spiel-bedingte Cheats, die schon einprogrammiert sind. Die kann man halt aktivieren und deaktivieren. Und da stand auch irgendwas mit Oxid, bla. Wie Oxid as Player One oder so eine Scheiße. Da dachte ich mir so, oh ja, geil. Was ist hier für eine Strecke? Engine Labs. Nehmen wir die doch einfach mal. Das heißt, ich würde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren dann ganz am Ende. Also vielleicht wirklich erst ganz am Ende. Damit ich mir nicht irgendeinen Spielstand, falls irgendwie Cheatcodes, ne? Weil das ja ein Hack ist. Vielleicht geht da dann irgendwas kaputt bei, was ich nicht will. Das wäre blöd. Deswegen will ich nochmal gucken dann, dass wir das wirklich am Ende machen und einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das wäre halt ganz cool, so wenn ich das auch noch zeigen würde. Hat sich ja gelohnt, eine Emulator-Version zu spielen. Ja, ich habe mich einmal gesavestated. Also zugegebenermaßen, ich setze immer Save-States, wenn... Wow. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, einfach damit ich nicht den ganzen Spiel neu starten muss und nicht mir die ganze Scheiße angucken muss. Ne? Damit ich jetzt den Strecken fahren muss, so. Sondern einfach, dass ich schneller starten kann, so nach dem Motto. Ansonsten habe ich kein einziges Save gesetzt und ich werde es auch nicht. Irgendwie lohnt sich das gar nicht, weil es ein fucking Rennspiel ist. Ja, natürlich könnte ich jetzt vor jedem Buchstaben, vor jeder Rampe ein Save-Set setzen. Ja, dass ich auf jeden Fall Buchstaben bekomme, das wäre auch ein bisschen lame. Irgendwie habe ich bisher nur einen Buchstaben gesehen, den ich verfuckt. Da unten war einer. Also, nee, ja. Doch, tatsächlich, da war das eher. Oh mein Gott. Okay, muss ich mich da irgendwie runterfallen lassen oder so was? Ich habe keine Ahnung. Pass it on, Mann, Coco! Was ist los mit der? Die bin ich auch gefahren, die hat sich nicht so geil gefahren. Was komisch ist, weil ich glaube, Polar und sie haben eigentlich die gleichen Werte. Und mir hat sich Polar halt so geil gefahren und sie so scheiße. Ey, ich hasse das. Ha! Hä? Das ist eher was? Achso, hä? Achso. Dann habe ich das tatsächlich, denn es ist einfach nur von der anderen Seite. Dann fährt man. Ah ja, stimmt, man fährt gleich nochmal an derselben Stelle vorbei. Vielleicht kann ich mich trotzdem fallen lassen. Wo war denn das denn? Oder war das... Ach komm hier, ey. Was passiert hier? Ach ja. Und dann geht's bald los. Mit Crash Bandicoot im Stream. Mit dem Original. Das wird auch eine Vergewaltigung. Wo wir gerade beim Thema Save States waren, ne? Da wird jetzt, glaube ich, Save States hageln irgendwann, weil ich einfach nicht aufhören kann. Scheiße, ich bin hier gespawnt. Restart! Apropos, ich habe heute mal, ich werde das dann, denke ich, erst nach Resident Evil auch benutzen, aber ich habe heute mal ein neues Stream-Layout gestaltet. Das heißt, ich habe ja immer dieses Bild von wegen. Links ist das Spielbild, also das Spiel, dann oben rechts meine Facecam und rechts der Chat. Das habe ich auch im Grunde genommen so beibehalten, aber ich habe so ein bisschen die Formation geändert, ich habe den Hintergrund geändert, der allgemeine Aufbau alles. Also nicht der Aufbau, sondern das ganze Design ist halt so ein bisschen anders. Das sieht sehr schick aus, finde ich. Doch, doch. Und vor allen Dingen ist jetzt halt bei 16:9 Bildern, wenn ich dann demnächst LNOR spiele, das Bild deutlich größer, weil vorher, wenn ich 16:9 Spiele gespielt habe, war das Bild ja immer so mega klein unten links. Und naja, bei 4:3 passt es halt. Und hier war es halt, bei 16:9 war es halt echt klein und so. Und
deswegen habe ich es ein bisschen größer gemacht. Dafür ist jetzt Facecam und Chat ein bisschen kleiner, aber irgendwo muss man ja Abstriche machen. Da ich kein Tippenstreamer bin, ist bei mir der Spieler auch irgendwie das Wichtigste. Wo weiß er jetzt die Buchstabe irgendwo, ne? Da. So, erste Runde, alle Buchstaben. Dann geht es jetzt mal aufzuholen, wa? Bringt dieser Turbo echt wenig mit ein. Wo bin ich denn jetzt hochgeflogen? Mit allen Dingern bringt halt der Boost echt viel mit allen Wunderfrüchten. So. Was ist das, Coco? Daneben. Take that. Ja, mal wow. Mal driften, weil ich es kann. So, dann haben wir meine Maske und dann ist auch wieder alles gut. Wow, das war so knapp. Mit der Kiste da, mit dem Fass. Oh. Mensch, Coco. Fahr mal bitte nicht in mich rein. Das wäre super nett. Vielleicht hinter mir? Nö. Nitro-Kiste. Ich hab echt ein bisschen Angst vor Crash. Nicht vor, nein, vor Crash bin ich nicht gut, ne? Vielleicht eine Vergewaltigung. Also ich glaube, 2 und 3 wird schon irgendwie gehen. Wird auch hart und irgendwie machbar sein. Aber der erste Teil, boah, das wird hart. Aber trotzdem soll er ja so gut sein, ne? Rayman 1 sollte eigentlich auch gut sein, das war die Hölle. Aber es ist ja Stream, wie gesagt, da bin ich immer ein bisschen frustrierender, ein bisschen. Ich raste den Streams auch oft genug aus, aber nicht immer ganz so krass, hab ich das Gefühl. Es ist nicht so, dass ich dann so völlig desillusioniert an meinem eigenen Lebenswillen zweifle, sondern eher so wirklich nur für den Moment. So, easy one. So, schaffen wir noch eine dritte Strecke. Pff, ja, ich denke schon, ne? Und noch an welche Strecke? Hier der Spaceway-Gedöns, das ist ja relativ lang. Was ist das hier? Cortex Castle, die fehlt mir auch noch. Mach ich doch eher. Ne, warte mal, bei. Bei der Heißluftbahn ist so ein behinderter Buchstabe, den will ich noch nicht. Den will ich mir noch nicht zumuten. Komm, machen wir dann einfach noch. Passt. Ist wohl ein bisschen länger. Passt schon. Bei Crash Nitro Kart oder bei Crash Spiel kannst du eh mal irgendwie so. Das ist irgendwie blöd. Entweder bist du wirklich nach 19 Minuten so durch und willst ja nichts mehr anfangen und dann musst du irgendwie noch strecken auf 20 Minuten, ja. Oder du machst dann doch noch ein Rennen und bist dann irgendwie bei 22, 23 Minuten. Das ist immer voll komisch. Also, dass du wirklich mal pünktlich zu 20 Minuten fertig bist, passiert irgendwie selten, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott. Mal gucken, dass hier nicht auf der anderen Seite noch ein Buchstabe ist. Oh. Boah, ich bin sogar drauf gelandet. Ich hätte damit gerechnet, dass ich runterfalle. Aber der letzte Buchstabe weiß ich, glaube ich, sogar. Das ist bei dieser Riesenrampe da. Oder vielleicht hier auch bei der. Könnte auch sein, dass es hier irgendwo ist. Aber egal, so ganz fiese. Mir ist aufgefallen, ne? diese Cortex, oder in der Abkürzung muss man auch sein. Nein, ich kann das trotzdem nehmen. Easy. Ja, okay, bei der Riesenrampe, wie es mir dachte. Hier die Burg Cortex erinnert ja so ein bisschen an Urwumpa aus dem Druckart. Da hat man auch immer so eine relativ 90-Grad-Kurven. Aber trotzdem etwas breitere Strecken. Mann! Ich krieg einen verfickten Buchstaben mit, ne? Kann echt nicht wahr sein. Nein, komm, hier, ich will diesen verfickten Buchstaben jetzt haben. Mann! Der klebt da oben so mega blöde. Ich muss einen größeren Bogen machen, glaube ich. Hier einfach mal so, hier zack. Ja, passt. Scheiße. Egal. Ich hol auf. Ist gar kein Problem, Leute. Schade, ich hätte gedacht, ich nehme den Ding noch mit. Thank you.
Bitteschön, Dankeschön, Bitteschön, Dankeschön. Vor der Nase weggeschnappt. Mann, da mache ich so einen Schwenker und krieg's noch. So. So, wieder eine mögliche Chance, die was zu reißen. Haha! Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich hab das Ding auch schon aktiviert, ey. Boah! So, pass auf. Okay. Ein nötiges Opfer. Bam. Jetzt geht's ab. Oder auch nicht, weil ich irgendwie zu schnell bin und jede Kurve reinrase. Heißt das, sie rasten irgendwann immer in alles rein? Wie sind eigentlich die TNT-Kisten bei den echten Crash-Spielen? Ich weiß gar nicht. Niedrufkisten gibt's da ja auch. TNT-Kisten wahrscheinlich auch. Ach, ich glaube, die explodieren nach einer Zeit, ne? Genau, so war das. Man springt drauf und dann explodieren die so in 3 Sekunden oder so. Und schnell abhauen. So war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Oh my. Dieser Cortex wäre jetzt unglaublich. Boah, Engine hört sich auf Englisch so mega scary an, einfach nur, ne? Man hat jetzt auf Deutsch eine ähnliche Stimme, aber irgendwie nicht ganz so gruselig. Ja, ganz asozial ausgetauscht. Und er fährt sogar rein. Was ein Vollidiot. Und das in Warp Room 4, ja? Was muss ich hier dulden? Soll ich ein Mutter sein? So. Alles klar, gar kein Problem. So. Achso, noch eine Sache mit diesen Chips. Na, das erwähne ich mal in der nächsten Folge. Die nehmen wir gleich auch noch auf. Ja. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Ist eine lustige Sache. Pass auf. Nee, komm, nächste Folge. Also, ne, ich bedanke mich richtig fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. In der nächsten Folge dann, der Hot Skyway hier. Hot Air Skyway oder so. Air und Skyway. Hot Air Skyway, tatsächlich. Mit dem letzten CTR-Chip. Überhaupt das letzte CTR-Rennen dann, ne? Dann die letzte Arena. Und dann die letzten Relikt-Rennen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.